Herzlich willkommen zum YouTube-Channel der Ketzes GmbH Chemnitz. Mein Name ist Caroline Leipold. Ich bin hier im Hause für die Tiefbauprogramme zuständig. Dazu zählen zum Beispiel Civil 3D, InfraWorks und AutoCAD. In diesem Video möchte ich Ihnen eine weitere Ketzes-App vorstellen. Die App nennt sich Sichtweitenband. Es ist ja möglich, Sichtweiten analysieren zu lassen im Civil 3D. Allerdings kann man diese nicht an einen Höhenplan antragen lassen. Diese App macht das möglich. Was brauchen wir alles dazu? Wir brauchen einmal ein DGM, das wäre hier das braune. Des Weiteren benötigen wir eine Achse, diese ist hier, und eine Gradiente zur Achse. Und natürlich sehr wichtig, die dazugehörigen Sichtweiten für die Hin- und Rückrichtung. Diese entsprechenden Sichtweiten muss ich jetzt als erstes einmal erzeugen. Dazu gehe ich auf die Registerkarte Analysieren unter Sichtweitenprüfung und wähle hier Sichtweite prüfen aus. In diesem Dialog muss ich die entsprechende Achse auswählen, die dazugehörige Gradiente, den Stationsbereich. Man sollte hier immer darauf achten, dass man ganze Zahlen verwendet und keine unrunden Stationen. Dann muss ich das dazugehörige DGM auswählen. Ich wähle das gesamte DGM, weil dort mein Profilkörper schon mit eingerechnet wurde. Anschließend auf der nächsten Seite kann ich dann die minimale Sichtweite eintragen. Die Augenhöhe kann ich eintragen. Ich könnte noch die Objekthöhe eintragen. Und dann kommen wir auf die Registerkarte Ergebnisse. Sie sehen, ich mache gerade die Hinrichtung. Das wäre jetzt natürlich falsch, wenn hier der Layer rücksteht. Deswegen muss ich jetzt überall für alle Elemente, die erzeugt werden, den richtigen Layer einstellen. Anschließend brauche ich auf jeden Fall diesen Sichtweiten-Analysebericht, um dann später mein Sichtweitenband zu erzeugen. Diese Datei speichere ich ab. Start hin neu. Damit man weiß, einmal hin und einmal zurück, braucht man jeweils eine separate Datei. Das kann man jetzt auf Speichern und dann beenden. So, dasselbe muss ich jetzt noch einmal durchführen für die Rückrichtung. Auch hier muss ich wieder die Achse auswählen, die Gradiente. Und hier ist wichtig, darauf zu achten, dass man bei Station, bei der Endstation anfängt, bis zur Anfangsstation prüft. Man muss wieder das DGM einstellen. Und dann folgt das analog wie zu dem anderen auch, sodass wir dann ein zweites Sichtweite bekommen. Das ist jetzt hier die blaue, das ist die für die Rückrichtung. So, und jetzt möchte ich diese Sichtweite auch in meinem Sichtweitenband sehen. Dazu gehe ich als erstes zu meinem Höhenplan, da hier ja das Sichtweitenband ergänzt werden soll. Die App Sichtweitenband finden Sie in der Multifunktionsleiste. Dort gibt es eine Registerkarte Sichtweitenband. Und hier kann ich Sichtweitenband ausführen auswählen. So, wir wählen jetzt hier die Achse aus. Das ist die Achse Blumenstraße und die dazugehörige Gradiente. Und Sie sehen, es wird jetzt automatisch die Dateien schon erkannt. Und ich könnte die einzelnen Dateien mit diesem Button am Ende nochmal öffnen und editieren. Das möchte ich jetzt nicht machen. So, im unteren Bereich kann man noch die Entwurfsklasse einstellen und die Entwurfsgeschwindigkeiten. So, das Sichtweitenband müssen wir noch importieren. Dazu gehe ich bei Stil auf Import. Und kann dann die Stile für Sichtweitenband metrisch auswählen. Das dauert einen kurzen Moment. So, jetzt sehen Sie im unteren Bereich, dass alles auf Layer 0 erzeugt wird. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen muss ich auch noch eine Layer-Datei importieren. Auch diese werden jetzt eigentlich automatisch hier unten ergänzt.
So, Sie sehen es. Und dann können wir das Sichtweitenband erzeugen. So, Sie sehen jetzt hier das Sichtweitenband, jeweils die vorhandene und die erforderliche Sichtweite. Das geht natürlich nicht nur auf einen gesamten Längsschnitt anzuwenden, sondern geht auch für geteilte Höhenpläne. Ich habe hier mal was vorbereitet. Auch hier wähle ich wieder die Option Sichtweitenband aus, wähle meine Achse, meine Gradiente und kann anschließend unter Stationen auch die anderen Höhenpläne auswählen. Ich wähle jetzt mal den Bereich aus von 0 bis 250. Das wäre der erste Höhenplan. Er erkennt auch wieder eigenständig diese Dateien. Das Sichtweitenband haben wir ja schon importiert, die Layer auch. Somit können wir das alles so lassen und auch jetzt das Sichtweitenband erzeugen. Und Sie sehen, dann wird es auch auf geteilte Höhenpläne angetragen. So, ich hoffe, das hat Ihnen ein wenig geholfen und wünsche Ihnen viel Spaß damit.